Ja, herzlich willkommen, liebe Odyssey im Auftrag des Königs Gothic-Fans. Ich habe schon mal die Vorabversion 2.5 bekommen. Schon wieder aufstehen. Ich würde am liebsten noch weiter schlafen. Es ist hier ja sowieso nichts los. Immer nur dasselbe. Wachdienst hier, Wachdienst dort. Roland macht dies, Roland macht das. Marbot weiß schon, wie er die Leute hier auf Trab hält. Aber meinen großen Traum kann er mir nicht verwirklichen. Nämlich mich zum Paladin zu machen. Natürlich, ich muss mich bewähren. Das sehe ich auch ein. Und das will ich auch gerne tun. Aber hier auf Athanos, auf diesem ruhigen Außenposten, am Ende der Welt? Unmöglich. In ganz Myrtana und auf den großen Inseln wird gegen die Orks gekämpft. Aber hier? Marbot sagt zwar immer, dass die Seefestung Athanos von großer strategischer Bedeutung ist, aber davon scheinen die Orks bisher noch nichts gehört zu haben. Während des ganzen bisherigen Krieges keine einzige Belagerung. Jetzt steht das Heer der Orks schon vor der Hauptstadt Vengard, dem letzten Bollwerk der Menschen in Myrtana. Aber was tut Marbot mit seinen Paladinen dagegen? Nichts. Lieber will er auf seine blöde Festung aufpassen. Seine Vorgesetzten hätten ihm gesagt, er solle auf seinen Posten ausharren. So ein Blödsinn. Wenn ich Kommandant wäre, würde ich das nächste Schiff, das hier einläuft, nehmen und Vengard unterstützen. Aber wer hört schon auf einen einfachen Soldaten? So. Ja, wie wir sehen, hat sich so einiges verbessert. Ich habe jetzt auch die Normal Maps mit drin. Oder die wurden auch eingebaut. Und ich werde nicht viel großartig dazu sagen, weil ich werde einfach mal die Sache mal auf uns wirken lassen. Und die Eindrücke, um Eindrücke zu vermitteln, weil ja auch die Audiosprachdateien verbessert worden sind. Ja, ich fange einfach mal an. Viel Spaß. Das hätte ich dir vorher sagen können. Mich fragt ja keiner. Man muss eben aufpassen, was man verdammt, was ist los? Daran wird sich nie etwas ändern. Hallo Gunther. Halt! Bevor du ein Wort weiterredest, will ich dir eins klar machen. Und was bitteschön? Wenn du denkst, dass ich dir die Türen aufmache, dann hast du dich ganz gewaltig geschnitten. Da gibt es kein Bitten und Betteln, klar? Was ist eigentlich hier los? Warum wurde ich eingesperrt? Gedächtnisschwund, was? Tja, sieht ganz so aus. Na, da will ich deinem Gedächtnis mal auf die Sprünge helfen. Du hast Arrest und ich soll auf dich aufpassen. Arrest? Wieso bei Innos habe ich... Na, warum wohl, hä? Weil du wieder mal verschlafen hast. Ach ja, stimmt. Daran ist nur dieser blöde Wachdienstplan schuld. Immer diese vielen Nachtdienste. Ja, ich kann diesen Plan auch nicht leiden. Aber wie dem auch sei, Burghauptmann Bruno ist ganz schön sauer auf dich. Und du kannst von Glück sagen, dass es nicht noch dicker gekommen ist. So, und nun kennst du den Grund. Kann man da nichts machen? Nö, außer dass du deinen Arrest absitzt. Und wie lange habe ich Arrest? Den ganzen Tag. Vielleicht auch den nächsten, die ganze Woche, keine Ahnung. Na toll. Was hältst du davon, wenn ich dir etwas Gold für den Schlüssel gebe? Klingt aufregend. An wie viel dachtest du denn? Na, sagen wir 15 Goldstücke. 15 Goldstücke? Ich sehe schon, du willst mehr. Dann 20. Klar doch, 20 Goldstücke. Ich krieg mich kaum noch ein. Jetzt lach nicht so dämlich. Also gut, 50 Goldstücke. Das ist aber mein letztes Wort. Mann, bist du ein Witzbold. Ich hab selten so gelacht. Ja, das war wirklich gut. Jetzt höre endlich auf zu lachen. Also was ist... Lässt du mich jetzt raus? Na,
Und wenn du mir 100 oder 200 geben würdest? Nein. Und weißt du warum? Weil Bruno mir das Fell über die Ohren ziehen würde, wenn ich dich vorzeitig rauslassen würde. Vergiss es, Roland, und frag mich, wenn deine Zeit rum ist. Lass mich sofort raus, Gunther, sonst... Sonst was, hä? Prügele ich dir den Schlüssel heraus. Was, Roland? Du willst dich wirklich mit mir anlegen? Ist das dein Ernst? Klar. Also rück den Schlüssel raus. Also abgesehen davon, dass du sowieso keine Chance gegen mich hast, will ich dir eins sagen. Alles, was du tust, wird Konsequenzen haben. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Im Übrigen habe ich sowieso den Schlüssel nach draußen nicht, sondern nur den vom Nebenraum. So, jetzt weißt du's. Ich sollte vielleicht ein paar Stunden schlafen. Umso schneller ist der Arrest rum. Kann ich jetzt endlich raus? Wie? Ach so, klar kannst du raus. Dein Arrest ist rum. Dann gib mir endlich den Schlüssel. Wie gesagt, ich habe nur den Schlüssel vom Nebenraum. Der andere wird wohl nebenan zu finden sein. Aber vielleicht hast du ja Glück und jemand macht dir die Tür auf. Du findest das Ganze wohl noch witzig, was? Na komm, hat dir doch noch nie geschadet, ein paar Stunden auszuruhen, oder? Jetzt kannst du in Ruhe erkunden, was es auf Athanos so Neues gibt. Wie? Gibt es etwas Neues? Da fragst du am besten jemand anderen. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Ach ja, bevor ich es vergesse. Hier ist der Schlüssel. Ich schalte mich an dieser Stelle mal wieder ein, stimmlich gesehen. Ich habe ja auch meine Fratze links unten nicht mehr mit eingeschaltet. Ich bin mir sicher, dass Gunther den Schlüssel irgendwo versteckt hat. Aber wo? Einfach nur mal, um auch mal die Sprachqualitäten zu hören. Man möchte schließlich das auch hören, was man auch gemacht hat. Gut, ich schalte mich wieder aus und spiele weiter. Eine Kiste mit Proviant. Was da wohl drin sein wird? Halt! Unter der Kiste war doch was! Nein, das ist nur ein Truhenschlüssel. Aber von wem? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Genau das hat schon. Dein Mistvieh, Mistvieh. Da ist nichts zu holen.
Ich habe hier diesen Schlüssel gefunden. Ah ja, kommt mir bekannt vor. Ist, glaube ich, vom Aufenthaltsraum. Du sagst es, und er war in deiner Truhe. Ach, war er das? Na sowas. Komm, gib es endlich zu. Den hast du da versteckt, oder? Na gut, ich gebe es zu, aber was stellst du dich nur so an? Es war doch nur ein kleiner Spaß unter Kameraden. War wirklich nicht ernst gemeint. So, so. Hallo, kann ich dich was fragen? Nein, frage besser, Hinz. Hey du! Hallo, kann ich dich was fragen? Nein, frag lieber Kunz. Ich habe Hinz gefragt und er hat mir dasselbe wie du gesagt. So, na, dann haben wir ein Problem. Und wieso? Weil er der Klügere von uns beiden ist. Ich kann dir bestimmt nicht helfen. Also versuche es am besten gleich noch einmal bei ihm. Hey du! Kunz hat mich wieder an dich verwiesen. Wie? Was soll denn jetzt dieser Unsinn? Wie bitte? Ich verstehe dich nicht. Na, Kunz ist der Klügere von uns beiden. Ich kann dir bestimmt nicht helfen. Also, am besten sprichst du ihn so gleich wieder an. Hinz hat mich wieder an dich verwiesen. Ja, spinnt er denn jetzt total? Du musst sofort wieder mit ihm reden. Jetzt hör mir doch erstmal zu. Boah, was schreist du denn so? Ich bin doch nicht taub. Na, dann frag schon, was du wissen willst. Ich kann dir aber ganz bestimmt nicht helfen. Wie komme ich hier heraus? Ich habe mich anscheinend geirrt. Ich kann dir doch helfen. Na prima, also nochmal, wie komme ich hier heraus? Na, durch die Tür, wodurch sonst? Die Tür ist aber abgeschlossen. Die Tür ist zu? Tja, ich wusste doch, dass ich dir nicht helfen kann. Frag also besser Hinz danach. Hey du! Kunz kann mir nicht helfen. Ja und? Was fragst du mich? Wenn er dir nicht helfen kann, dann kann ich es noch viel weniger. Jetzt hör mir doch mal zu. Ich will hier raus. Einfach nur raus. Dann geh doch. Geht nicht. Die Tür ist zu. Ach so. Na, dann kann ich dir auch nicht helfen. Frag lieber noch mal Kunz. Warum seid ihr eigentlich hier eingesperrt? Weil wir Arrest bekommen haben. Und warum? Da fragst du besser Hinz. Hey du! Kunz hat mir gesagt, dass ihr Arrest bekommen habt. Na, hab ich dir nicht gesagt, dass du besser Kunz fragen sollst? Der ist nun mal der Klügere von uns. Schön. Aber warum ihr Arrest bekommen habt, konnte mir Kunz leider auch nicht sagen. Na, weil wir doch bei der Nachtwache eingeschlafen sind. Deshalb. Das hätte dir aber Kunz genauso sagen können, dass er das vergessen hat. Na sowas. Kann selbst dem Klügsten passieren. Wer hat euch denn eingeschlossen? Wer uns eingeschlossen hat? Keine Ahnung. Da sollst du besser Kunz fragen. Weißt du, wer euch eingeschlossen hat? Wie? Konntet ihr das Hinz nicht sagen? Leider nein. Na sowas. Das hätte er aber wissen müssen. Das waren doch wir selber. Wie bitte? Ihr selber habt euch eingeschlossen? Ja, warum denn das? Und sag mir jetzt nicht, dass ich Hinz fragen soll. Nee, das krieg ich noch zusammen. Der Dings, der Bruno, na der Burghauptmann hat uns das befohlen. Aber da müsst ihr doch einen Schlüssel haben. Wo ist das Ding?
Ja, keine Ahnung. Da fragst du besser Hinz. Ich muss noch mal kurz sagen, und zwar der Kunst, der hat im Original sehr stark geploppt und das Ploppen konnte man nicht so, oder konnte ich nicht so richtig gut rausfiltern. Aber auf jeden Fall brummelt das nicht mehr so im Hintergrund. Okay, weiter geht's mit diesem schönen Dialog oder Trialog, besser gesagt. Kunst hat gesagt, dass ihr euch selber eingesperrt habt. Nun, wenn Kunst das sagt, wird das schon stimmen. Und wo ist der Schlüssel? Welcher Schlüssel? Na, der, mit dem ihr euch eingesperrt habt. Ach, der? Keine Ahnung. Das sollst du besser Kunst fragen. Kunst weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Jetzt streng mal deinen Grips an. Halt, halt. Du sollst besser... Nichts da. Du denkst jetzt nach. Und zwar ohne Kunst. Na schön. Wenn es unbedingt sein muss. Na, klingelt's? Nein, leider nicht. Meine Kehle ist auch ganz trocken. Da kann ich sowieso nicht denken. Dann trink doch was. Wasser wird mir nicht viel helfen. Aber eine Flasche Milch, das wäre schon was. Wo soll ich denn hier eine Flasche Milch herbekommen? Keine Ahnung. Das sollst du besser Kunst fragen. Lieber nicht. Da suche ich lieber selber. Wie du willst. So, hier ist deine Milch. Milch, lecker. Das lass ich mir jetzt schmecken. Hoffentlich hilft's. Ah, das war gut. Wovon sprachen wir noch eben? Von dem Schlüssel nach draußen. Schlüssel? Meinst du etwa den hier? Was? Du hast den Schlüssel die ganze Zeit bei dir gehabt? Sieht so aus. Hatte ich aber total vergessen. Tja... Da hättest du besser nochmal Kunst gefragt. Der hätte dir bestimmt helfen können. Sag mal, kannst du eigentlich auch was? Na klar, schon als Kind konnte ich ziemlich weit springen. Das habe ich mit den Jahren schließlich so verbessert, dass ich auch über weite Abgründe springen kann. Meine Schulkameraden haben immer Wettkämpfe mit mir ausgetragen, aber ich habe sie alle geschlagen. Akrobatik ist wirklich eine tolle Sache und macht viel Spaß. Würdest du mir Akrobatik beibringen? Na klar, warum nicht? Ach ja, was ich vergessen habe zu sagen, ich spiele auf dem Schwierigkeitsgrad Mittel. Für den König. Ich grüße euch, Burghauptmann. Auch ich grüße dich, Roland. Und, wie war der Arrest? Naja, war wohl verdient. Gibt es Neuigkeiten? Ja, in der Tat, Roland. Es gibt Neuigkeiten. Unerwartete Neuigkeiten. So? Was denn für welche? Lass dir das von Ralf erzählen. Für lange Erklärungen habe ich jetzt keine Zeit. Nur eins noch. Das Burgtor bleibt vorerst geschlossen. Warum denn das? Befehl von Marbot. Mehr sage ich nicht dazu. Wann bekomme ich endlich eine neue Rüstung? Wie oft soll ich es noch sagen, Soldat? Erst wenn deine Grundausbildung beendet ist, bekommst du den Rock der Waffenknechte. Die dauert aber jetzt schon einige Jahre. Du weißt genau, dass ich bisher nicht genug Zeit hatte, mich um die Ausbildung der Rekruten zu kümmern. Ständig musste ich nach Myrtana rüber, um Athanos mit den neuesten Nachrichten zu versorgen. Jetzt allerdings, wo du mich so fragst, hätte ich mehr Zeit. Das heißt, die Ausbildung könnte beginnen? Ja, und wer zuerst kommt, malt zuerst. Wenn du dich also schnellstens ausbilden lassen möchtest, wäre jetzt die richtige Zeit dazu da. Voraussetzung ist allerdings die nötige Erfahrung. Warte mal. Wie sieht es mit Ausbildung aus, Burghauptmann?
Kein Problem. Ich kann dich jederzeit im Einhandkampf und im Armbrustschießen ausbilden. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du stärker und geschickter wirst. Nur im Zweihandkampf kann dich weder ich noch ein anderer ausbilden. Das ist hier auf Athanos alleine den Paladinen vorenthalten. Warum dürfen auf Athanos nur die Paladine im Zweihandkampf ausgebildet werden? Das ist doch nicht überall so. Das hat Marbot so befohlen. Er ist der Meinung, dass die Waffenknechte in der Praxis ohnehin nur die Einhandwaffe verwenden. Den Zweihandkampf unterrichtet in der Burg nur Herbrand. Der hat schon genug damit zu tun, seine Ritter auszubilden. Deshalb. Aber alles andere kannst du, wie ich schon gesagt habe, bei mir lernen. Sag mir einfach, wo drin du ausgebildet werden willst. Und dann geht es los. Wann habe ich die Grundausbildung beendet? Wenn du deine Fähigkeiten im Einhandkampf und im Armbrustschießen um jeweils 10% verbessert hast, sowie deine Stärke und dein Geschick verdreifacht hast, bist du deinem Ziel schon ein ganzes Stück näher gekommen. Näher? Das heißt, das reicht noch nicht? Du brauchst für deine Grundausbildung theoretische Kenntnisse. Praxis allein genügt nicht. Es gibt auf Athanos verschiedene Bücher, die dir zu dem jeweiligen Thema eine Menge sagen können. Lies die Bücher über Einhandkampf, Armbrustschießen, Stärke und Geschick. Wenn du Theorie und Praxis beherrschst, wird deine Grundausbildung beendet sein und du kannst den Rock der Waffenknechte tragen. Und wo finde ich diese Bücher? Tja, das weiß ich leider auch nicht. Seit der letzten Grundausbildung ist eine Menge Zeit verflossen. Du musst sie leider suchen. Tut mir leid. Und wenn es die Bücher oder zumindest eins davon nicht mehr gibt? Also, das glaube ich nicht. Vielleicht hat der eine oder andere Soldat sich ein Buch angeeignet, aber verschwunden wird wohl keins sein. Na, Kopf hoch. Du wirst sie schon finden. Hey! Hey Herbert, wie sieht es aus? Was macht dein Training? Was willst du, Roland? Quatsch mich nicht so blöd von der Seite an, kapiert? Jetzt bleib mal auf dem Teppich. Ich wollte nur ganz harmlos fragen, wie es dir geht. Das geht dich nichts an, Alter. Kapiert? Mir geht es gut. Sehr gut. Kapiert? Doch wenn mich einer blöd anmacht, dann werde ich ganz schön ungemütlich. Kapiert? Ja, schon kapiert. Morgen, Roland. Na, gut geschlafen? Ja, es geht so, Ralf. Und du? Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe ganz gut geschlafen, danke. Und, hast du den Arrest gut überstanden? Lassen wir das lieber. Gut, von mir aus. Weißt du schon das Neueste? Da ich gerade erst aus dem Arrest gekommen bin und es mir noch keiner mitgeteilt hat, nein. Aber was soll schon großartig passiert sein? Auf Athanos ist doch sowieso nicht viel los. Also was ist es? Haben sich die Wölfe wieder ein paar Schafe geholt oder sind wieder ein paar Lurker zu nah ans Dorf gekommen? Nein, völlig falsch. Etwas ganz anderes. Oder hat Marbot wieder neue Tagesbefehle verkündet, damit wir wieder beschäftigt werden? Nicht, dass ich wüsste. Aber das wäre doch wirklich nichts Neues. Na, was ist es dann? Mach es doch nicht so spannend. Hat Marbot vielleicht endlich einen vernünftigen Wachdienstplan eingeführt? Am besten ohne Nachtdienste. Das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Glaubst du das wirklich? Nö, das wird sich wohl niemals ändern. Ich würde zu gerne wissen, wem wir diesen blöden Plan zu verdanken haben. Soviel ich weiß, gibt es den bereits ziemlich lange. Hat wohl irgendein Vorgänger von Marbot eingeführt. Wahrscheinlich irgend so ein Schreibtischtäter, der vom echten Soldatenleben keine Ahnung gehabt hat. Ahahaha, ja. Sehr wahrscheinlich.
Na, dann sag schon, was ist denn dann so Aufregendes passiert? Ein Schiff ist in unseren Hafen eingelaufen. Ein Schiff? Na, das ist wirklich etwas Neues. Das letzte Schiff, das vor Athanos ankerte, war die Esmeralda gewesen, die von Lord Hagen befehligt wurde. Und das ist schon einige Monate her. Und? Was ist das für ein Schiff? Es ist ebenfalls ein Kriegsschiff des Königs. Es ist die Albatros, die von Lord Baldwin befehligt wird. Sie kommt geradewegs aus Vanguard. Ja, ich werde mich auch wieder hier mal einklinken. Wie ihr gerade eben gehört habt, hat es dann noch einen Satz gegeben, der ziemlich dumpf vom Roland klang. Entweder hat die Dateizuordnung nicht gestimmt oder ich habe was vergessen, ich weiß es nicht. Deswegen, wie schon gesagt, spiele ich es schon mal an. Okay, weiter geht's. Aus Vanguard? Was gibt es Neues? Hält die Stadt der Belagerung stand? Was machen die Orks? Frag mich doch keine Löcher in den Bauch, denn es wäre eh umsonst, denn ich habe keine Ahnung. Wieso? Hast du denn noch mit keinem von der Mannschaft des Schiffes gesprochen? Nein, denn uns wurde streng verboten, das Schiff zu betreten. Vor einer Stunde, also sogleich als das Schiff vor Anker ging, sind Marbot und seine Offiziere an Bord gegangen. Gerade erst kamen sie zurück und der Paladin Oliver verkündete sogleich, dass keiner an Bord dürfte. Es sei denn, er hätte den ausdrücklichen Befehl von Marbot dazu. Und hat Oliver den Grund genannt, warum Marbot befohlen hat, dass keiner an Bord darf? Du kennst doch Marbot. Der hat doch noch nie seine Befehle irgendwie begründet. Man macht wieder mal ein ganz großes Geheimnis aus der Sache. Auf jeden Fall bewacht jetzt Bertrand mit zwei weiteren Paladinen den Anlegesteg, damit keiner das Schiff betreten kann. Wer sich trotzdem Zugang zum Schiff verschaffen will, muss mit den allerschlimmsten Konsequenzen rechnen, wurde gesagt. Ich habe aber gehört, dass Lord Baldwin einige seiner Paladine zu Marbot senden will, um mit diesem über irgendwas zu verhandeln. Keine Ahnung über was. Doch vielleicht bekommen wir ja über diese Gesandten heraus, was in Vanguard los ist. Genauso aber würde mich allerdings sehr interessieren, warum die Albatros überhaupt hier vor Anker gegangen ist und was ihr nächstes Ziel ist. Aber das, denke ich, wird wohl noch ein größeres Geheimnis sein. Ich grüße dich, Kuno, Hüter der Waffenkammer. Und, wie sieht es aus? Spar dir deine witzigen Bemerkungen, Roland. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Nerven. Wenn du neue und bessere Waffen haben willst, dann frag mich einfach ohne lange Vorrede. Umsonst gibt's aber bei mir nichts, verstanden? Aber von den Schwertern, die hier in der Waffenkammer hängen, lässt du gefälligst die Finger, klar? Sonst gibt es gewaltigen Ärger. Bei Diebstahl verstehe ich keinen Spaß. Kannst du mir vielleicht sagen, warum du heute so gereizt bist? Nein, kann ich nicht. Und nerv mich jetzt auch nicht mit weiteren Fragen. So steht es in den Heiligen Schriften. Na warte, du dreckiger Dieb! Das ist doch nichts Neues. Versuch nie wieder, mich zu bestehlen! Aha. Habt ihr gesehen? Gold! Diese Blut... Das ist schon mal meins. Diese Blutflecken... Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Das ist auch eine Neuerung. Schön gemacht.
erzählt sich ja so einiges. Das hat er wirklich nicht verdient. Das gibt doch nur noch mehr her. Wo hast du das denn schon wieder her? Das sind doch alles nur Gerüchte. Hey du! Na Wenzel, wie geht es dir? Gut, mein Junge, gut. Danke für die Nachfrage. Das ist doch nichts Neues. Ich gehöre noch lange nicht zum alten Eisen. Auch wenn ich schon über 40 Jahre lang im Dienst des Königs stehe. Das sind doch alles nur Gerüchte. Sag mal, Wenzel, willst du nicht mal langsam in den Ruhestand gehen? Was? Ruhestand? Glaubst du etwa, dass ich meinen Aufgaben nicht mehr gewachsen bin? Nein, nein, so war das nicht gemeint. So, und wie war das bitteschön dann gemeint? Das kann ja nicht ewig. Ganz einfach. Du hast lang genug dem König gedient. Jetzt solltest du mal an dich denken. Das hätte er doch an mich denken? Und was soll ich deiner Meinung nach im Ruhestand tun? Im Sessel sitzen und faulenzen? Warum nicht? Was ist daran so schlimm? Das kann ich dir sagen. Ich habe keine Lust, abgeschoben zu werden. Jetzt rege dich nicht so auf. Du weißt genau, dass ich es nicht böse gemeint habe. Tut mir leid. War nicht so gemeint, mein Junge. Aber es regt mich nur mal auf, wenn ich darauf angesprochen werde. Solange ich noch im Dienst bin, werde ich gebraucht. Aber danach, dann gehöre ich zum alten Eisen und werde vergessen. Nein, nein, Roland. Solange ich noch kann, werde ich den Waffenrock nicht ausziehen. Na schön, Wenzel. Es ist allein deine Entscheidung. Aber du solltest mal darüber nachdenken. Vielleicht hast du recht. Ihr Jüngere nehmt mich ja sowieso nicht mehr für voll. Meine Erfahrungen, meine Erlebnisse interessieren sowieso keinen mehr. Und Herbert meinte noch vorhin, dass ihm mein dummes Geschwätz nerve und ich endlich verschwinden soll. Tja, vielleicht sollte ich das wirklich tun. Jetzt reiß dich mal zusammen, Wenzel. Ich glaube nicht, dass die anderen so schlecht von dir denken. Und Herbert, der hat doch nichts in der Birne. Den solltest du wirklich nicht ernst nehmen. Danke, dass du mich trösten willst, Roland. Aber du weißt, dass ich recht habe. Reden wir nicht mehr darüber. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich hätte das nicht gemacht. Erzähl doch mal was über dein Leben, Wenzel. Wie, Roland? Willst du das wirklich wissen? Aber sicher, das interessiert mich sehr. Sag mal, warst du immer schon hier auf der Insel gewesen? Ja, das war ich. Schon mein Vater und mein Großvater haben hier auf Athanos ihren Dienst verrichtet. Daher war es selbstverständlich, dass ich schon als junger Mann in die Armee eintrat. Damals war noch Lord Sintram Kommandant von Athanos gewesen. Ein sehr fähiger Offizier, der unter anderem dafür sorgte, dass unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich verbessert wurden. Er hat nämlich... Sehr interessant, Wenzel. Doch dafür habe ich jetzt keine Zeit. Du hast also in deiner Jugend viel erlebt. Ja, Roland. Eine ganze Menge. Das waren noch Zeiten. Vor allem als der zweite myrtanisch-varentinische Krieg ausbrach. Wie? Auch den hast du erlebt? Natürlich. Hier hat doch die bedeutendste Seeschlacht des ganzen Krieges stattgefunden. Und ich war dabei. Damals war auch die Rote Mine noch voll in Betrieb. Dort habe ich auch eine Zeit lang als Butler gearbeitet. Und um diese Zeit war es auch, wo ich den geheimnisvollen Rattenkönig gesehen habe. Mann, ich sage dir, das war vielleicht ein Erlebnis gewesen. Oder soll ich dir von der alten Bibliothek der Feuermagier erzählen? Auch das ist eine sehr interessante Geschichte. Ja, ja, die guten alten Zeiten. Das Traurigste aber ist, dass keiner mehr was von meinen alten Erlebnissen wissen will. Wie oft höre ich die jungen Waffenknechte über mich tuscheln.
Ich glaube sogar, dass mir die meisten kein Wort glauben. Aber so ist es nun mal. Wenn man alt wird, wird man von vielen nicht mehr ernst genommen. Ich habe nun mal das Pech, dass ich der Letzte der alten Garde bin. Die anderen, die meine Erlebnisse bestätigen können, sind schon lange tot. Aber egal, was sie glauben, was ich erzähle, ist wahr. Indus ist mein Zeuge. Meine Meinung will ja keiner hören. Wer stellt sich das immer so einfach vor? Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Und? Alles klar? Verlasse nicht den Pfad der Tugend, sonst wird es weitreichende Konsequenzen für dich haben. Ich will ein Paladin werden. So? Ich hoffe, du weißt, was du da sagst. Alles in Ordnung? Mit Innos Hilfe werden wir die bösen Kreaturen von hier fernhalten. Wie werde ich Paladin? Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du dich in den Dienst der Paladine stellen. Vielleicht bekommst du dann eine Chance, dich als würdig zu erweisen. Hallo Flint. Na, alles klar? Hallo Roland. Warum sollte nicht alles klar sein? Mir geht es soweit gut. Ach, übrigens, da fällt mir ein. Wenn man dich wieder mal zur Nachtwache einsetzen will, dann sag ruhig dem guten Flint Bescheid. Du weißt ja, dass ich gerne jeden Nachtdienst übernehme. Ist überhaupt kein Problem für mich. Danke Flint. Zumindest gibt es einen, den dieser blöde Wachdienstplan nicht aufregt. Stimmt, Roland. Für einen Nachtmenschen wie mich ist dieser Wachdienstplan geradezu ideal. Warum machst du eigentlich so gerne Nachtdienst, Flint? Das kann ich dir gerne sagen, Roland. Die Nacht ist so still und friedlich. Da kann man in Ruhe seinen Gedanken nachhängen. Keiner stört einen belästigen Befehlen. Und nach meiner Wache am frühen Morgen kann ich mich dann in Ruhe schlafen legen, wenn ihr alle früh zum Dienst antreten müsst. Daher ist der Nachtdienst am Tor für mich das Schönste, was es gibt. Hey. Mann, lass mich einfach in Ruhe. Ah ja. Das ist noch aus Gothic 1. Das ist mir allerdings beim ersten Let's Play gar nicht aufgefallen, dass man sich da drin verstecken sollte. Beziehungsweise, in Gothic 1 war geplant, irgendwelche Angriffe und dann konnte man sich halt eben in leere Fässer verstecken. Dieses Gimmick ist jetzt auch mit drin.
Für den König. Ich grüße euch, Ritter Herbrand. Innos möge mit euch sein. Für den König, Roland. Auch ich grüße dich in Innos Namen. Was macht die Ausbildung unserer Männer? Die läuft vortrefflich, mein Junge. In der Hinsicht mache ich mir keine Sorgen. Doch fürchte ich, dass unsere Männer ihre neu erworbenen Kenntnisse in der Praxis nicht so bald anwenden können. Was uns fehlt, ist ein Feind. Doch woher nehmen? Obwohl wir mitten im Krieg sind, ist es auf Athanos doch immer ruhig geblieben. Und das wird wohl auch so bleiben. Irgendwann muss es ja so kommen. Hey. Hallo Theodor. Na, viel zu tun? Hallo Roland. Deine Frage gerade meintest du doch wohl nicht ernst, oder? Eigentlich schon. Wieso? Na, aus einem ganz einfachen Grund. Was soll ich denn schon hier auf Athanos großartig schmieden? Ja, ab und zu schmiede ich mal ein Schwert oder etwas anderes, wenn mal was unbrauchbar geworden ist. Doch weiter nichts. Große Aufträge habe ich hier schon lange nicht mehr erhalten. Ein Schmied wie ich wird erst richtig in Kriegszeiten gebraucht. Aber da können wir hier auf Athanos wohl lange drauf warten. Warte mal. Wie kommt es aber, dass du ständig am Arbeiten bist, wenn du so wenig zu tun hast? Pure Langeweile. Da man hier kaum etwas zu tun hat, hatte ich mir vor einiger Zeit selbst eine Aufgabe gegeben. Und was ist das für eine Aufgabe? Ich hatte mir vorgenommen, ein ganz besonderes Schwert zu schmieden. Aber das wird wohl niemals fertig werden. Warum wird es niemals fertig werden? Weil mir die entsprechende Zutat fehlt. Deshalb. Ich habe in einem alten Buch gelesen, wie man ein sehr scharfes Schwert schmieden kann. Leider aber scheint dieses Schwert ohne diese besondere Zutat nicht seinen Zweck zu erfüllen. Zumindest waren meine ganzen bisherigen Versuche ziemlich erfolglos gewesen. Und daher werde ich wohl oder übel mit meinen Experimenten aufhören müssen. Was benötigst du, um dieses Schwert zu schmieden? Vielleicht finde ich ja das, was du brauchst. Na, das möchte ich sehen. Aber vergiss es. Das, was ich brauche, wirst du hier niemals finden. Was ich brauche, ist nämlich das Horn eines Schattenläufers, hörst du? Kannst du mir vielleicht sagen, wo du hier auf Athanos einen Schattenläufer auftreiben willst? Kannst du mir beibringen, wie man Pfeile herstellt? Ja, ich kann dir zeigen, wie du Pfeilspitzen anfertigst und diese an die Schäfte anbringst. Für den König. Kommandant, darf ich euch was fragen? Für Innos und den König, Soldat. Was willst du wissen? Ich hörte, dass das Burgtor verschlossen wurde. Warum? Nur eine Sicherheitsmaßnahme, Soldat. Es ist nämlich ein Schiff im Hafen angekommen. Und ich will verhindern, dass unsere Männer wie die Verrückten alle zum Hafen laufen. Was ist das denn für ein Schiff? Das königliche Kriegsschiff Albatros aus Vanguard. Kommandant ist der ehrenwerte Lord Baldwin. Aus Vanguard? Darf man erfahren, warum das Kriegsschiff hier vor Athanos ankert? Ja, das darf man wissen. Die Albatros hat in Athanos angelegt, um Proviant aufzunehmen. Zudem sucht Lord Baldwin noch einen tüchtigen Matrosen, da vor kurzem einer seiner Männer gestorben ist. Ich hätte das nicht. Wie lange soll denn das Burgtor verschlossen bleiben? Bis das Schiff wieder weg ist? Nein, das würde ich euch nicht zumuten, da die Albatros einige Tage vor Athanos liegen wird. Wenn Bertrand den Zugang zum Schiff unter Kontrolle hat, wird das Burgtor wieder geöffnet. Wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht, Soldat. Ich gab ihm den Auftrag, den Zugang zum Pier mit einer Mauer oder etwas Ähnlichem abzusichern. So ein Aufwand? Warum soll denn der Zugang zum Pier verschlossen werden?
Das geht dich nichts an, Soldat. Ich werde dir schon früh genug sagen, wenn ihr die Burg wieder verlassen dürft. Und damit dir nicht langweilig wird, habe ich auch schon einen Auftrag für dich. So? Was soll ich denn für euch tun? Ich habe irgendwo in der Burg meine Pfeife liegen gelassen, aber ich kann sie nicht mehr finden. Nur eins weiß ich, in meinem Zimmer im Turm ist sie auf jeden Fall nicht. Da habe ich schon alles abgesucht. Auch bei unserem Alchemisten ist sie nicht. Habe Sejan schon gefragt. Du brauchst also die beiden oberen Turmräume nicht mehr durchsuchen. Ich soll eure Pfeife suchen? Die kann doch überall sein. Eben, und aus diesem Grund wirst du sie suchen. Was ist das Ziel der Albatros? Das geht dich gar nichts an. Das Ziel der Albatros ist streng geheim. Und das soll es auch bleiben. Hört mal, Kommandant. Ist das wirklich wahr, was ich gehört habe? Ihr habt unseren Leuten verboten, das Schiff zu betreten? Du fragst noch? Ich dachte, dass ich mich bereits unmissverständlich ausgedrückt habe. Aber na schön. Ja, es ist richtig. Niemand, hörst du, niemand darf auf das Schiff. Und ich rate jedem, sich danach zu verhalten. Die Wachen werden jeden augenblicklich niederschlagen lassen, der versuchen sollte, die Albatros zu betreten. Zudem muss sich derjenige, der meinen Befehl missachtet hat, mit einer sehr strengen Strafe rechnen. Warum darf denn niemand auf das Schiff? Unsere Soldaten hätten allzu gerne Neuigkeiten aus Methana erfahren. Das ist einer meiner Gründe, warum ihr das Schiff nicht betreten sollt. Die Situation auf dem Festland könnte euch allzu dramatisiert mitgeteilt werden. Wenn aber jemand etwas über die Situation in Vengard erfahren will, so frage er getrost nur mich. Wie steht es um Vengard? Nun, die Situation ist nach wie vor ernst, aber die Disziplin unserer Truppen ist gut und wird auf Dauer den Feind zermürben. Geht es vielleicht auch etwas genauer? Was fällt dir ein? Werde bloß nicht frech, Soldat. Ich habe dir alles gesagt, was du wissen musst. Und mehr wirst du nicht von mir zu diesem Thema erfahren. Haben wir uns verstanden? Ja, ja, habe schon verstanden. War auch nicht anders zu erwarten. Aufsässiger Kerl, merk dir eins. Wenn du wirklich Paladin werden willst, musst du deinen Vorgesetzten unbedingt Vertrauen schenken. Ich bin ein Streiter Innos und ich werde euch stets gewissenhaft alle Informationen geben, die von Wichtigkeit sind. Dinge aber, die euch nur verwirren oder euch euren Mut oder Glauben nehmen könnten, behalte ich so lange für mich, solange sie euch gefährden könnten. Schließlich bin ich für euch alle verantwortlich. Vergiss das nicht, Soldat, und respektiere meinen Entschluss. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass ihr wissen wollt, wie es um die Hauptstadt steht. Aber glaubt mir, noch ist nichts verloren. König Roba wird alles tun, um die Orks zurückzuwerfen. Nun gut, war nicht so gemeint. Ja, ich werde mal wieder hier eine Bemerkung fallen lassen. Und zwar ist es jetzt sehr angenehm, hier mit Marbot zu reden, weil im Hintergrund ja die Smalltalks, also die anderen NPCs, ja so ein bisschen quatschen. Das war früher lauter. Das ist jetzt leiser geworden. Nur, oh, das ist ein Ritter. Mal gucken, wer jetzt reinkommt. Warte mal. Für den König. Oliver, darf ich dich was fragen? Für den König, Roland. Na, was hast du auf dem Herzen? Ich hörte, dass ein Schiff hier angekommen ist. Ja, du hast recht. Aber hierzu darf ich euch leider nichts sagen. Strenger Befehl von Marbot. Ich soll euch nur mitteilen, dass es bei strengster Strafe verboten ist, das Schiff zu betreten. Frag mich nicht warum. Mehr darf ich euch wirklich nicht sagen. Sprich lieber selbst mit Marbot. Vielleicht lässt er sich ja erweichen und sagt dir etwas mehr dazu. Das wäre ja wohl das erste Mal, dass Marbot mehr sagt, als er für nötig hält. Aber danke noch für den Tipp. Nichts zu danken. Viel Erfolg noch. Hey, mir hat er das nicht. Das hat er wirklich. Weißt du, wo die Pfeife ist? Pfeife? Meinst du etwa Herbert? Nö, ich meinte eigentlich nur Marbots Pfeife.
Na toll, dann drück dich doch bitte beim nächsten Mal etwas genauer aus. Hat also Marbot wieder mal seine geliebte Pfeife irgendwo liegen gelassen, was? Genau. Und ich darf sie wieder einmal suchen. Hast du vielleicht eine Idee, wo sie sein könnte? Puh, woher soll ich denn das wissen? Aber halt, beim letzten Mal lag sie irgendwo im Turm herum. Nur wo genau? Tja, keine Ahnung. Aber such da mal zuerst. Kann ja sein, dass sie dort wieder zu finden ist. Ich darf halt nicht alles glauben, was man hört. Und? Sonst irgendwelche Neuigkeiten? Nein, außer dass ich wieder einmal so seltsame Geräusche aus dem obersten Turmzimmer gehört habe. Klang richtig gruselig, sage ich dir. Aha, wieder mal unser geheimnisvoller Alchemist. Was treibt der da oben los? Das möchte ich auch gerne wissen. Aber vielleicht auch nicht. Am besten hat man nichts mit dem zu tun, was der Kerl so treibt. Wieso? Hast du etwa Angst vor ihm? Na, geheuer ist mir das Ganze nicht. Ich muss zugeben, dass der Kerl mir richtig unheimlich ist. Vielleicht steht er ja sogar mit Belia im Bund. Also jetzt hör aber auf. Wenn das so wäre, dann würden sich die Paladine bestimmt nicht mit ihm abgeben. Die Paladine? Nun, das sind doch in erster Linie nur Marbot, Oliver und Herbrand. Die anderen Paladine haben doch auch keinen großen Umgang mit ihm. Und von uns Waffenknechten geht nur Bruno zuweilen zu ihm rauf, um ein paar Tränke zu holen. Na, ich bin froh, dass ich nicht zu dem Kerl geschickt werde. Die Probleme habe ich. Sag mal, was hältst du eigentlich von Wenzels Geschichten? Fragst du mich jetzt im Ernst? Na klar, also? Also ehrlich gesagt halte ich diese für reichlich übertrieben. Das heißt, du glaubst, dass Wenzel schwindelt? Nun sagen wir es mal so. Einiges wird wohl stimmen, das meiste ist aber bestimmt dazu gedichtet. Und das denken auch die anderen. Allerdings übertreiben wir nicht wie Herbert und ein paar andere. Die meinen sogar, dass Wenzel nicht mehr richtig im Kopf ist. Aber was Herbert denkt, würde ich sowieso nicht ernst nehmen. Tatsache aber ist, dass die Geschichte mit der alten Bibliothek nicht stimmen kann. Da kenne ich eine andere Version. Und einen weiteren Stollen in der Mine hat es mit Sicherheit auch nicht gegeben. Wenn es da so viel Gold gegeben haben soll, warum hat man denn da nicht den Gang wieder freigeschüttet? Oder hör dir mal die Geschichte von dem Rattenkönig an. Das ist doch das reinste Märchen. Genauso wenig glaube ich, dass es unten bei der versunkenen Flotte syrianisches Öl geben soll. Woher will denn Wenzel das gewusst haben? Haben es ihm vielleicht die Warantra von ihrer Versenkung mitgeteilt? Wohl kaum, oder? Da fällt nicht irgendwann alles glauben, was ja so kommt. Er stellt sich das immer so einfach vor. Ich hab mir das schon gedacht. Ich glaub nicht, dass sich daran was ändert. Ich könnte dir sagen, das liegt doch auf der Hand. Sag mir, das ist kein Geheimnis. Das will doch kein. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Meine Meinung will ja keiner hören. Nicht drauf verlassen. Warte mal. Ich wär mir dann hier, Kommandant, sicher. Eure Pfeife. Da ist ja das gute Stück. Gut gemacht, Roland. Das soll mir sogar 25 Goldstücke wert sein. Hier. Übrigens, Bertrand hat seine Vorbereitung beendet. Ich habe daher Ingolf mitgeteilt, dass er das Tor wieder öffnen kann. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich würde gerne auf der Albatros anheuern. So, würdest du das gerne? Aus welchem Grund denn? Gefällt es dir etwa nicht mehr auf Athanos? Nun, ihr wisst, dass ich gerne Paladin werden möchte und... Und du glaubst, dass dich Lord Baldwin sogleich dazu ernennen wird, was? Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass ich mehr Gelegenheiten bekommen könnte, mich zu bewähren, als wenn ich hier bliebe. Das ist nicht gesagt, Soldat. Athanos ist ein sehr wichtiger Stützpunkt von enormer strategischer Bedeutung.
Gewiss, es war in den letzten Jahren sehr ruhig hier, aber ich glaube, dass ein Angriff der Orks nicht mehr lange auf sich warten lässt. Das höre ich zum Wieso? Hat euch Lord Baldwin etwa davon unterrichtet? Nein, hierüber konnte er mir nichts sagen, aber mein Gefühl sagt mir, dass was in der Luft liegt. Und auf mein Gefühl konnte ich mich schon immer verlassen. Naja. Nun, was ist? Kann ich jetzt anheuern? Ja oder nein? Nein, kannst du nicht, Soldat. Ich habe Lord Baldwin noch gar nicht zugestimmt. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht. Aber warum denn nicht? Warum seid ihr dagegen, Kommandant? Nun, eigentlich geht dich das gar nichts an, denn schließlich bin ich als Kommandant nicht verpflichtet, einem einfachen Soldaten Auskünfte zu geben. Da ich aber heute meinen guten Tag habe, will ich so gnädig sein und dir den Grund mitteilen. Ich sagte dir ja bereits, dass jederzeit damit zu rechnen ist, dass uns die Ork angreifen. Da brauche ich jeden Mann. Die orkische Kriegsflotte wird es schließlich nicht mehr länger hinnehmen, eine strategisch wichtige Festung wie Athanos in ihrem Rücken zu haben. Und deshalb kannst du es vergessen, jemals an Bord zu kommen. Verstanden? Naja, schon gut. Ich habe verstanden. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich könnte mir sowas nicht erlauben. Ich hab so das einiges hab ich früher gehört. Das hat er wirklich nicht verdient. Und glaubt ja nicht, dass das. Das will doch keiner wissen. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Er stellt sich das immer so an. Ich könnte mir sowas nicht erlauben. Das gibt doch nur noch. Hallo Oleg! Na, alles klar? Klar? Nein, Roland. Gar nichts ist klar. Das hört sich aber gar nicht gut an. Was ist denn los? Du weißt doch, dass ich abends gerne auf meiner Laute spiele. Ja, weiß ich. Und weiter? Und? Stört dich mein Geklimper? Nein. Aber was heißt hier Geklimper? Du spielst richtig gut. Ja, ich finde, du hast sogar richtiges Talent. Danke, Roland. Aber leider sehen das nicht alle so. Na und? Es gibt immer Leute, denen was nicht gefällt. Da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. Leider muss ich mir Gedanken machen, denn irgend so ein Spaßvogel hat meine Laute versteckt. Was? Deine Laute ist verschwunden? Ja, und ich kann sie nicht finden. Es ist zum Verzweifeln. Irgendeiner muss sie mitgenommen haben. Hast du denn einen Verdacht, wer damit zu tun haben könnte? Nun, es gibt einige unter den Waffenknechten, denen meine Musik nicht gefällt. Vor allem Herbert, Gunther und Ralf regen sich am meisten auf, wenn ich spiele. Daher vermute ich, dass es einer von den dreien gewesen ist, der meine Laute versteckt hat. Vielleicht. Man sollte mal den dreien auf den Zahn fühlen. Gute Idee. Roland, kannst du nicht vielleicht mal mit ihnen sprechen? Vielleicht findest du ja was heraus. Ich würde es ja selbst machen, aber wahrscheinlich würde ich gar nichts von ihnen erfahren. Außerdem habe ich mir heute früh bei der Suche nach meiner Laute den Fuß verstaucht und würde daher nur sehr ungern durch die ganze Burg herumhumpeln. Ach, in letzter Zeit habe ich nur noch Pech. Kopf hoch. Ich halte Augen und Ohren offen und spreche mal mit den dreien. Das ist doch nicht. Vielleicht erfahre ich ja was. Ach, hoffentlich. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Mann, lass mich einfach. Meine Meinung will ja keiner hören. Wir können nur abwarten. Hey Herbert, sag mal. Was ist los, Alter? Willst du mich wieder vollquatschen oder was? Nö, ich wollte nur wissen, ob du Olegs Laute gesehen hast.
Nee, Alter, habe ich nicht. Und jetzt sich ab. Du magst wohl Olegs Musik nicht, was? Was quatschst du da, Alter? Hey, die Musik vom Oleg ist super. Er ist der Sahnemann. Versteht wohl nichts von Musik, was? Was ist? Hast du dich jetzt verschluckt oder was? Nein, aber... Dir gefällt also Olegs Musik tatsächlich? Ja, natürlich. Das Einzige, was blöd ist, dass Oleg oft spät am Abend übt, wenn ich mal ein kleines Nickerchen machen will. Das heißt also, wenn Oleg darauf Rücksicht nimmt, kann er ruhig weiterspielen. Na klar, Alter. Warum nicht? Seine Musik ist doch wirklich spitze. Aber jetzt stör mich nicht länger. Ich hab zu tun. Das hätte ich auch selber wissen können. Hey du! Hast du Olegs Laute gesehen? Wieso? Ist sie verschwunden? Ich weiß gar nicht, warum er sich... Hast du sie vielleicht gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber wenn du mich fragst, dann kann sie von mir aus auch weiterhin verschwunden bleiben. Du scheinst Olegs Musik nicht zu mögen. Naja, so kann man das auch nicht sagen. Gegen die Musik an sich habe ich nichts. Aber Oleg übt häufig spät am Abend, also gerade wenn ich meine Ruhe haben will. Er müsste mit dem Spielen halt eine Stunde früher aufhören. Dann wäre mir das egal. Das heißt also, wenn Oleg auf deine Ruhezeit Rücksicht nimmt, hättest du auch nichts dagegen, wenn er weiterspielt. Genau so ist es. Ich erwarte nur, dass Oleg etwas mehr Rücksicht auf mich nimmt. Mehr nicht. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Hallo Gunther, hast du Olegs Laute gesehen? Was, Olegs Laute? Hey, wieso fragst du gerade mich danach? Warum nicht? Also, was ist? Hast du sie gesehen oder nicht? Gesehen? Nein, ich... Ach, weißt du was? Lass mich einfach in Ruhe, klar? Wie du meinst. Doch eine Frage habe ich noch. Was hast du eigentlich gegen Olegs Musik? Gar nichts. Doch Oleg übt einfach zu einer unmöglichen Zeit. Das muss endlich aufhören. Und jetzt lass mich endlich in Ruhe. Ich hab zu tun. Ich sollte ihn jetzt lieber im Auge behalten. Oh, ich mach über Zeit, ist mir aufgefallen. Okay, dann werden wir mal Gunther verfolgen. Ich habe mich entschieden, noch das Let's Play länger als eine halbe Stunde zu machen, also den ersten Teil hiervon. Ich weiß gar nicht, ob ich das fortführen will, das Let's Play. Oder ich mache es doch. Das entscheidet bitte ihr. Das wäre nämlich schön. Dann werde ich den Gunther nochmal hier verfolgen. So. Da habe ich nämlich bei meinem allerersten Let's Play nämlich völlig verbockt. Und schauen wir mal. Die Spitzhacke haben wir ja übrigens. Hier gibt es eine Heilpflanze. Aha, jetzt hat Gunther da irgendwas gemacht. Soll ich ihn ansprechen? Ich spreche ihn mal an. Hey du! Hey Gunther, was machst du denn hier? Hey, wo kommst du denn auf einmal her? Sag bloß, du schnüffelst hinter mir her. Nein, warum sollte ich? Ich bin ganz zufällig hier vorbeigekommen. So, so. Na, dann ist es ja gut. Was machst du hier? Dich in die Sonne legen, oder was? Wie? Nein, ich wollte nur mal sehen, ob ich hier noch ein Heilkraut finde. Ein Heilkraut? Und? Fündig geworden? Wie? Ja, bin ich. Aber jetzt muss ich wieder zurück, ich hab noch was zu erledigen. Moment, hast du eigentlich einen Schlüssel für das Gartentor? Nein. Na, da, nimm meinen Ersatzschlüssel. Sonst schließt einer noch zu und du kommst nicht zurück in die Burg. Danke. So, liebe Fans, das ist erstmal das Ende meines ersten Teils
von den Eindrücken der neuen Version 2.5 Odyssey im Auftrag des Königs. Schreibt bitte Kommentare hinein, gebt mir einen Daumen, abonniert mich, sagt es weiter und auch vielen Dank, dass ihr es bis hierhin angeguckt habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!